Hallo meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zu Pokémon Sacred Gold Part Nummer 32, müsste es mittlerweile schon sein. Wir befinden uns gerade in der Zoya City im Pokécenter. Ich habe nichts an meinem Team verändert, warum sollte ich auch? Und wir starten jetzt den Kampf gegen Misty. Ich glaube, ich kann die Trainer ausweichen. Wäre natürlich in weniger Speed. Ich will die so gut es geht ausweichen. Und zwar, pass auf, Hidden Tactics. Jetzt. Oder, was ist los? Der dreht sich um. Der wird sich... Ah, das war so klar! Das war so fucking klar. Zieh-Bomb, bam. Der hat auch safe einen Gyarados, oder? Oder Mantax. Nein, wir haben Radieschen. Die Sache ist, ich will so möglich eigentlich gar keinen Schaden nehmen, damit ich nicht wieder zurück muss, um zu heilen. Synergie. Können wir wieder in Rennen gehen. Wie viel AP hat Seedbomb? 15. Ja, das passt. Poliwrath. Können wir drin bleiben. Bam. Sollte ausreichen. Wenn du Crit. Ich glaube nicht, dass er gemeldet hat. Okay, so. Problem ist halt, wir kommen da jetzt nicht vorbei. Okay, meine Gute. So, jetzt müssen wir hoch. Können wir dort oben nach rechts? Oder müssen wir oben durch? Oh. Okay, dann würde ich sagen, starten wir den Kampf gegen Misty. Polit. Nein, oder? Die spielt mit einem scheiß Regenteam. Wir sind aufgetaut. Ich liebe dich, Rin. Ohne Witz. Holy shit! Als ob er schneller ist als wir. Ist er gescarft? Okay, wir sind schon ziemlich langsam. Muss man sagen. Lapras. Ich bin ein Idiot, ich hab... Nein, wir haben nur 5 Pokémon dabei. Ich bin ein Idiot. Ich jetzt ein Radieschen, ne? Und wenn er jetzt die Dance EQ spielt, dann... In diesen Momenten würde ich ganz... Oh, lol, Radieschen. Okay. Starmie. Hier ein Stachel. Ich glaube, Stachel ist hier tatsächlich... Das hier Main-Pokémon. Night Slash, Hydro Pump. Im Regen. Das Problem ist halt, ich krieg diesen dummen Regen nicht weg. Krieg doch bitte eine Fullpara oder Miss bitte. Wenn ich einen Special D-Drop bekomme, dann ist eh vorbei. Er misst. Discharge. Sieht irgendwie, wäre vielleicht sogar besser gewesen, weil Discharge kein Safer Wanted ist. Er misst nochmal. Landtour. Wir sind schneller mit drin, glaube ich. Und er kann kein Wassertempo oder so haben. Und ich glaube, da sind wir relativ safe mit drin. Nice. Ist sogar, wer ist Seedbomb, wäre sogar ein Wanted gewesen. Golduck. Golduck hat Wassertempo.
Als ob. Ich glaube, er wird halt immer noch schneller. Ne, okay, ist nicht schneller als hier. Ah, danke. Will ich mich hochheilen? Ich nehme eine Top-Genesung. Ich will die Vergiftung nicht haben. Full Para. Ah. Ah, ist okay. Para wäre jetzt nice. Radieschen. Perfekt. Als ob die zwei Top-Genesung hat. Wir kriegen keine Para. Keine Verwirrung. Merkt man, dass ich angepisst bin? Ein bisschen? Nein, weiß nicht. Letztes Pokémon. Vaporeon. Wir müssen mit drin schneller sein. Und damit müssen wir Misty wahrscheinlich besiegt haben. Wir haben den zehnten Orden. Aber wir haben Stachel verloren. Mann! Dieses Scheißspiel, ohne Witz. Ich will deine Nummer gar nicht haben. Mann. Das ist sad. So, ich glaube, jetzt können wir einfach nach Dings. Nach Orania City. Ich glaube, es war Orania City und den dritten Orden machen. Knackrack super gut in der Arena, solange ich keine HP Ices oder sowas abbekomme. Was ich aber so stark dann doch nicht denke. Also HP Ice denke ich jetzt nicht, dass sie sowas abbekommen. Aber naja, damit stirbt auch Stachel. Ich werde noch kein sechstes Teammitglied mitnehmen. Ich werde noch Dings mitnehmen. Ich werde noch Octodrachi mitnehmen. Ich brauche halt unbedingt ein Flug-Pokémon. Ein Pokémon, das fliegen kann und Surfer kann. Ist halt super wichtig. Ich werde mal schauen, ob ich vielleicht so ein Pokémon irgendwie mit ins Team nehmen kann. Wir sollten vielleicht am Ende des Parts nochmal Eier ausbrüten gehen. Was ich mich jetzt frage ist, können wir jetzt direkt den dritten Orden machen? Das ist jetzt die Frage, die ich mir stelle. Ich möchte gerade mal eben erstmal speichern, nicht, dass mein Spielstand gleich abkackt und ich den Arena Orden nochmal machen darf. War nicht so cool. Okay, dann schauen wir mal. Ja, wir können den dritten Orden machen, okay. Machen wir den auch noch... Ich will ihn eigentlich gar nicht in dem Part schon machen. Ich glaube, wir haben keine andere Wahl. Ja, wir machen ihn. Oder machen wir ihn? Ich weiß nicht, was wir jetzt sonst noch in der Zeit machen sollen. Wir können halt noch nirgends weiter, ne? Das ist halt... Es ist gut gemacht. Aber wir könnten jetzt nichts irgendwie nebenbei machen. Versteht ihr, wie ich meine? Das ist halt ein bisschen doof. Jo, hier gibt es einfach wildes Kadabra. Das ist ein bisschen doof, muss ich tatsächlich sagen. Professor, ich nerv mich jetzt bitte nicht. Das heißt, rein theoretisch gesehen können wir jetzt hier nichts anderes machen. Wir kommen so oder so gerade nirgends weiter. Also müssen wir den Orden machen, oder? Ich will gerne den Orden, also ich würde halt ungern zwei Orden ein Parts machen, deswegen wäre halt so ein super kurzer Part wieder, wenn ich jetzt einfach nur noch Eier ausbrüten würde. Wisst ihr was? Wir machen die Vortrainer, die drei. Wobei das halt super risky ist. Wobei, bei dem Rätsel, ich mache ganz sicher keinen Doppelkampf. Bei dem Rätsel habe ich es ganz gerne, wenn ich... Als ob der Rotom hat. Habe ich es ganz gern, wenn ich die Trainer schon besiegt habe. Ja, ist klar. Geil. Ist geil auf jeden Fall. Der hat 5 Rotoms, ne? Ich habe Angst vor dem Rotom Frost.
Pirandieschen. Nice. Ist es sein Ernst? Und jetzt wollen ja, ist okay, er stirbt sowieso. Ja, er hat noch Cut. Und noch Ventilator. Als ob die es hasst. Mann! Keine Para, keine Para. Spaßig der Spiel, auf jeden Fall. So, jetzt hat er noch Cut. Hier im Bernd raus. Keine Para. Ein Crit. Alles klar. Okay, erster Trainer besiegt, halbes Team tot. Ist nice, ist geil. Okay, wir machen noch die zwei Trainer, brüten dann noch die vier Eier aus und dann werde ich, denke ich, den Part beenden. Wir kommen immer noch gut voran, aber von Part zu Part wird's schlimmer. Was hast du? Du hast keine 5 Photons, oder? Nein, gut. Hä? Hä? Oh, okay. Ist auf jeden... Ist ja Switchen, Leute. Kann man ihm nicht übel nehmen. Da kommen wir easy durch. Rotom ist halt echt ätzend. Ich hoffe, Major Bob hat keine Rotoms. Ich hoffe es. Ich hoffe es sehr. Vor allem nicht Rotom Frost. Ich kann mir so gut vorstellen, dass er Rotom Frost hat. So gut. Hä? Die Leute hier sind mega merkwürdig. Die denken sich, oh shit. Was könnte ich jetzt auf den EQ einwechseln? Ah, genau, mein anderes Elektro-Pokémon. Okay. Damit, ja, haben wir den geschafft und brüten jetzt 4 Eier aus. Super, super cool. So, irgendwie sind wir hier ultra langsam, ne? Scheinbar verbraucht die Dings die Stadt so viele Frames. Okay. Wir fangen an. Für Skuntank. Ich sollte den Random-Generator öffnen. Zack. Hier habe ich ihn. Und zwar die Nummer 35. Ist Razorclaw, Bienchen. Mit der Razorclaw? Hat er seinen Snivel Bienchen genannt? Wäre super merkwürdig, aber okay. Dann haben wir die Nummer 108. 90, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108. Das ist Expert-Belt Ruffy. Wird, denke ich, einen... Ich weiß gar nicht. Was könnte Ruffy sein? Ich weiß es nicht. Ich wollte eigentlich meine Pokémon ablegen. Also Ruffy tun wir noch hier unten. Dann haben wir als nächstes die Nummer 64. Haben wir schon. Dann die Nummer 78, 60, 66, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, Sunny. Ohne Item. Und zu guter Letzt die Nummer 60, die hatten wir doch safe schon, oder? Ja. Und zu guter Letzt die 43, 30, 36, 42 haben wir auch schon. Dann die Nummer 74, na? 60, 66, 72, 73, 74. Mad Kreis. Alles klar. Den Namen sollte ich mir merken. Mit dem Live-Orb. Ich bin gespannt, was uns da warten wird. Als erstes haben wir Bienchen. Wird, glaube ich, Snivel. Also ich würde mich freuen über Snivel. Falls wir wieder ein Simuna bekommen würden. Und Bienchen ist ein Snivel, Tatsache. Ist okay. Ich hoffe, Wesen
und so sind gut. Und ist auf jeden Fall nice. Bienchen. Als nächstes haben wir Ruffy. Ist es von Ruffy? Es könnte natürlich auch von Ruffy sein. Und dann bin ich gespannt, was es ist. Ich hoffe, er hat alles richtig gemacht. Und es ist ein Kaumalat. Das ist auf jeden Fall von Ruffy. Wir haben schon einen Knackack, aber für die Hinterhand auf jeden Fall nicht schlecht, wenn den Knackacks allgemein super stark und super nice. Okay, als nächstes kommt Sunny. Als nächstes kommt Sunny. So, und Sunny ist ein Hopfspross. Okay, werde ich schauen, ob ich das vielleicht irgendwie mal ins Team verpacken kann. Würde mich auf jeden Fall freuen. Sunny. Okay, und als letztes haben wir Mad Cries. Ich hoffe, ich schreibe den Namen gleich richtig. Sollte ich aber, glaube ich, hinbekommen. So. Mad Cries ist ein 7-millionstes Shinux. Mad. Krass, dass Shinux so beliebt ist. Ich weiß, dass viele Leute Luxor mögen. Und ich bin auch selber Fan von Luxor. Aber dass es so krass beliebt ist, hätte ich nicht gedacht. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Und ich kann mich immer noch nicht entscheiden, was ich jetzt als sechstes Teammitglied reinpacke. Mal davon abgesehen, dass keins von denen gutes Surfer-Pokémon ist. Ach ja, ich muss schauen, ob die alle Fake Out Sneasel, Jolly, finde ich sehr, sehr nice. Erstmal schaue ich, ob die alle Legends sind. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Okay, Leute, die vier Pokémon sind alle Legend. Ich bin trotzdem am Überlegen, was es sinnvollste wäre. Seetracking ist, glaube ich, nicht so gut. Was wäre gut für Surfer und Fliegen? Beides geht sowieso nicht mit keinem Pokémon. Sechstes Teammitglied. Lapras vielleicht? Lapras vielleicht? Ich glaube, ich nehme Lapras ins Team. Kasupaya. Hier gerne ein spezielles Lapras. Weil, würde es jetzt klar in der Arena, in den nächsten Arenen nicht sehr viel bringen. Aber ein Wasser-Pokémon ist echt nicht bad. Nicht bad, auf gar keinen Fall. Okay, dann werde ich Lapras trainieren. Und ja, dann würde ich sagen, was ist vom Part? Wenn es euch gefallen hat, lasst einen positiven Wert da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Und ciao.